Gottes Willen. Gottes Willen, so groß ist er jetzt auch nicht. Wie viele sind denn? Ich bin ein Plug so, also. Was für ein Plug? Plug? Halbplug? Nein. Sag so früh morgens, kannst du mir ein Glas mit Milch und ein Keks und dann gehe ich so in die Küche rein und sehe, wie du so. Ja, klar. Was hast du mehr. Als Brust oder mehr Po? Schon mehr Zeig. Arsch. Nein. Ganz zarte Händchen. Ja, zarte Händchen. Diese Fionka. Wow. Würde die gerne mal spüren. Nee, keine Ahnung, hätte ich eine Freundin, die 19 ist schwanger von mir wäre, hätte ich einfach die Treppe runtergeschmissen, wäre mir egal. Warum runtergeschmissen? Ja, runtergetreten. Warum? Damit das Kind halt einfach stirbt. War ein Spaß. ist ein Joke, mach ich nicht. Ich hüpfe sie vors Auto. Ist leichter, dann sind beide Probleme weg. Heißt du Alex? Ja. Ja, siehst richtig aus wie ein Alex. Ehrlich. A hat eine gute Bedeutung, weil ich nehme gerne Frauen. Mein ganzer Insta ist hier gerade aufgehängt. Bang heute auch was. Meine Hand. Aber wie das Unterbewusstsein so auf Leute kommt, die man so ganz vergessen hat, einfach, weißt du? Ja, den hätte ich früher nicht gelutscht. Als ob du dasselbe trägst. Du nimmst ja auch meinen Schniedel dann in den Mund. Ja, aber das ist ein Unterschied. Ja, aber da mache ich ja Pipi. Ja, aber da kommen keine Fäkalien raus. Sicher? Dann hey, du! Schon mal Holy probiert? Dann wird's Zeit. Holy ist die erste echte Alternative zu ungesunden Softdrinks. Das Motto? Geiler Geschmack mit gutem Gewissen. Ohne Bullshit wie Zucker oder künstlichen Aromen. Mein Favorit ist der Pomegranate Piranha Energy, der mich beim Konzentrieren unterstützt und das auch noch gesund. Holy feiert sogar derzeit seinen dritten Geburtstag. Ihr könnt also noch bis zum 9.5. insgesamt satte 50% Rabatt auf das Starter-Set Deluxe bekommen mit meinem Code TRSNETS5. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, weil ich habe das in meinen Highlights drin, wie ich es mache. Wie du es dir machst? Ja, nein, wie ich diese... Ich glaube, ich setze mich jetzt um. Das ist jetzt meine Motivation. Ich habe dir in die Augen geschaut. In die Augen. Ich habe mal TikTok geschaut, ne, im Dunkeln. Auf einmal fliegt so ein fettes Ding in mein Gesicht. Fettes Ding in dein Gesicht? Ja, eine Spinne halt, nichts anderes. Weiß ich nicht. Vielleicht war es ja doch keine Spinne. Das war aber sowas von eine Spinne. Ah, weiß ich nicht. Oha, bin doch keine dreckige. Machst doch voll die dreckigen Jokes. Neidisch? Bist du gar rasiert? Das wollte ich eigentlich. Das weiß ich eigentlich gar nicht. Brauchst du irgendwie immer was zum Kauen oder so, weil du Kaugummi im Mund hast? Ja. So, aber meinen Sip lutschen. Nee. Ist auch was im Mund. Warum kauen. Nicht? Soll ich drauf rumkauen? Ja, den Eichelkäse abkauen. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch Fußketten tragen tust. Nee, tu ich nicht. Ehrlich, aber du hast bestimmt schöne Füße. Ich hab ja gesagt, das ist eine Powerbank, ne? Das ist eine Vape. Ja. Nicht nur die dicken Dinger im Gesicht, auch die dicken Dinger im Mund. Mit 21 Jungfrau willst du mir sagen? Ja, ja. Geh mal in den Club. Warum? Ich mag keine Clubs. Besorg dir irgendwas, Mann, du bist 21. Meine Hand reicht doch, meine Mama. Was? Weißt du, ich will nicht jetzt schon K.O. sein, weißt du, beim Start. Ist hartes Leben. Ich will erstmal klein anfangen und erstmal zusammen und dann gucken wir, wie es weitergeht. Warum willst du mich schminken? Bin ich hässlich oder was? Jetzt bist du geschminkt und jetzt bist du geskippt und schön für die nächste. Ich hab auch vorhin gesagt, Digga, wäre ich schwanger, würde ich Kind vor würde ich die Alte vorm Auto schmeißen, Junge, schubsen, dann runtertreten. Was bist denn du für ein Ekelhaft? Du hattest ein dickes Ding im Gesicht und hast geschrien. Mann, das war eine Spinne. Ein dickes Vieh. Nennt man auch dickes Vieh, theoretisch. Ich meine, so ein Hengst hat schon so einen dicken... Nein. Weißt du, was ich meine? Stehst du auf Männer? Ich stehe auf fremde Männer, die mich anfassen. Oh. Du hast einen Fußfetisch. Ich kann mir vorstellen, dass du so Fußlutscher immer lutschst. Die habe ich mir immer im Schwimmbad geholt. Und das Prickeln war dann der Fußpilz, wa? Das macht's nicht besser. Ja. Das macht's immer noch nicht besser. Ja.
Ich glaube, die Decke ist immer noch schief. Nein, die Decke ist voll gerade. Doch, ein bisschen schief ist sie noch. Das ist so eine Lüge, Digga. Ich habe ehrenamtlich so in einem Sportfest gearbeitet, habe hier diese Weißwein-Dinger aus eingeschenkt und so. Weißt du, wie crazy ich war? Und DJ war ich auch zugleich. Lief nur Deutschrap. Meinst du Sozialstunden? Nein, das war wirklich ehrenamtlich. Das war vom Fußballverein aus. Yeah. Kannst du auch Handstand? Nicht so gut, nee. Das hättest du so Handstand machen können und dann wäre ich so, würde ich da so liegen und dann hast du so, weißt du, was du. Egal, nehmen wir da. Also ich mag das nicht, wenn Männer mir an den Eiern packen, fassen und so. Ach, alles gut, das macht mein Vater eh jeden Tag bei mir. Ich wäre dein Vater. Ich stöhne weiter, wenn du nicht zeigst. Hab dich jetzt leiser gemacht. Kann ich ja weiter stöhnen. Oh. Ja, aber dir wird ich nicht. Ich hab dich ganz leise gemacht. Oh. Ja. Und noch leiser. Ich bin nicht gefragt, ob ich Single bin. Stehst du auf Frauen? Ich bin bi, also ja. Darf ich mich da zumischen? Nee. Warum nicht? Ich habe genug Masse für zwei. Ja. Ja. Und was, also das Piercing ist rot, was ist jetzt noch rot? Der Tanga ist rot. Ja. Und der BH ist rot. Ja. Warum habe ich meinen Schlüssel hier? Das weiß ich nicht. Für meine Hosenlos. 77% haben noch nicht abonniert. Abonnier verdammt jetzt nochmal. Und mach die Benachrichtigung an, damit du kein Video mehr verpasst. Warum hast du eigentlich so riesen Ohrringe? Ich trage sie gerne. Ich trage auch gerne Ringe. Ja. Warum guckst du so? Nee, alles gut. Nee, nicht die an der Hand. Liegt dir da. Mein Daumen ist vor. Er hat wirklich geschickt. Ja, den könnt ihr mal mit deinem Daumen dein stecken. Sorry, aber der war so klein. Ja. Ich hab das nur manchmal in Serien gesehen, das dass du das. Ja, manchmal in Serien, ja. Ja. Du meinst. Nein, ich schau sowas nicht. Ich bin ein braver Mensch. Nur in meinen Gedanken. Ich bin auch gerade nackt, meinen Gedanken. Und ich hatte noch diesen einen anderen TikToker, der immer alle Leute hops nimmt, dass er die meldet. Wie sieht der so aus ungefähr? Der sieht aus wie der von den Jindawis oder wie der hier heißt. Ich weiß, wen du meinst. Was machst du mit deinem Stift? Ich glaube irgendwie, das ist eine Vape oder so. Nein, ich bin ja, einfach dran. Das ist die Sucht, die kommt einfach. Oh, ich bin süchtig nach dir. Oh. Darf ich deine Toilette sein? Eine mobile, ich bin immer verfügbar. Wie soll ich dich nennen? Daddy. Ich bin gerade so überfordert, Hilfe. Ich habe ihn noch nicht mal rausgeholt und du bist schon überfordert. Du könntest ihr Sohn sein. Na und? Ist doch geil. Dann kannst du mich Stepdaddy nennen. Thank you.